Dann mal rein hier. Geschäft. Und drei Tiere. Das war aber Last Minutes dann jetzt hier gerade. Aber besser spät als nie, ne? Der letzte kommt wieder nicht mit, wie immer. Boah, Akku, weg. Hier, komm zu mir. So, Achtung, ich erde dazu. Perfekt. Ich lauf weg. Lass die Stacks mal Stacks sein. Dann habe ich im nächsten Pull noch einen Cooldown. Oh shit. Warum ist der umgedreht und hat mir nicht verpasst? Ja, das machen die irgendwie, wenn die dick sind. Wir haben auch nichts, was Wut runternehmen kann, ne? Okay, passt schon. Nicht wieder Schildpull machen, ne? Das ist immer so kacke als Parler. Da kommt der Mock ja mit, ne? Ja. Den du ausspielst hier, wie der Hammer. Wie. Ja. Das ganze Dungeon gepult, ne? Echt? Ist er durch die Ebenen durchgegangen oder was? Durch die Wände, durch die Ebenen. Also. Ich habe Kriegertank gespielt und ich hatte da diese Twilight-Scheiße da, diesen Strahl. Und der hat auch immer alles gepult, weil wenn es verschiedene Stockwerke gab. Von der Verderbnis da. Ja. So, bis jetzt lief's gut, ne? Boah, will ich sagen, ne? keine wichtigen Leute gestorben. Ach, das gehört dazu. Ja, also, einzelne. Ich hatte das letzte Woche auch, da dreht sich der Bär einfach um und dann gibt er dir so einen Hit-Down. Ich hab das noch nie so wirklich realisiert, aber gut, ich hab noch nie wirklich das erste Mal, dass ein 18er spielt. Ja, wenn die dick sind, darfst du dann nicht in der Nähe sein. So im Umkreis. Außer der Tank steht vorne an der Spitze, der macht er das nicht. Aber wenn ich nicht dran bin, dann drehen die ein bisschen durch. Und ich bin eigentlich... Halt, wenn sowas irgendwie in Osten oder so gerät, kenne ich sowas, aber einfach so. Mag sein, dass das in Keys unter 15, 16 nicht so auffällt. Wahrscheinlich, weil es nicht gleich ein One-Hit ist, ne?
Jo, jo, jo. Na, soll ich nochmal resetten? Nee, ne? Ach komm. Ich bin immer zu geizig mit den Resets. Ich glaube, ich habe gerade den falschen geheilt. Weil wir haben beide Sodbrennen geheilt. Hätte ich den Krieger geheilt, hätten beide überlebt. Blöd gespawnt. Dass sie dann beide auf die Midis gehen, alle auf die Midis gehen, das haben wir. Wie hole ich mir jetzt am besten hier den nächsten Gargoyle für den nächsten Buller, für den schon mit? Kannst du auch jetzt. Hab ihn schon geholt. Ist ja ganz geil, wenn der Hundemeister hier geschiebt ist. Haben wir keinen Stress, ne? Oh, das kommt der nächste Part dazu. Okay, alles gut. Jo, kein Ding. Aber wo ist denn die Tante? Ah, die steht noch da drüben. Okay. Noch castet sie nix. Ah, da ist sie. So, Stun. Easy. Die andere ist auch frei. Hm, kann ich da ran? Ja. Ach komm, die können wir auch zusammenziehen, ne? Die macht ja eh nichts, die Alte. Der Heiler ist rum, ne? Ja, ich übernehme kurz die Heilung. Verzichte ich mal ein bisschen auf Schaden. Nein, nicht Trottel, ich baue zu dicht dran. So, was haben wir hier? Steinschutz. Ja. Ich warte kurz. Helikopter. Ah. Du, gleich kannst du dir eigentlich überlegen, ob du beide mit zum Boss nehmen willst oder einen mit ins Trashpack und einen mit dem Boss. Relativ egal. Ich glaube, für einen Boss beides ist sinnvoller als für einen Trash, ne? Ja, früher hat man immer so gesagt, tyrannisch Boss, verstärkt Trash. Ein Tipp aus den 80ern. Einfach nur die alten Menschen. Also Nautilus94, danke dir für den Refollow. Ich weiß nicht, wie kommst du mir bekannt vor? Moin. Na ja, gute Idee mit dem Ring, ich hau mal ab.
So. Durchgestunt. Zack. Soll ich dir den von da hinten holen? Ja, mach ich mal eben. Immer so nett. Dann kommen wir gleich oben eigentlich weiter oder innen bis Hero for Second, ja, für den zweiten Boss, ne? Ja. Mich wundert, dass die das noch gar nicht gefixt haben, dass du beide dir holen kannst. Ja, wundert mich auch. Du kannst sogar drei übernehmen. Ja. Ist insgesamt halt so ein Ding. Ich, normalerweise würde Blizzard doch gleich sagen, oh, nee. Zwei Obstschalen ist in Ordnung, aber nicht zwei von den Viechern. So nach dem Motto, Blizzard hat Spaß entdeckt, ne? Ja. Mach ich immer noch einen Spitzenguide? Gute Frage. Ja, ich mach den irgendwann nochmal. Ich würde ja gerne das Ding auch mal komplett haben, die Serie, ne? Wir haben auch gerade Spitzen gespielt. Hätte ich eigentlich direkt mal on-stream machen können, ne? Einfach runterladen und dann hochpacken auf YouTube. Hab ich aber auch nicht dran gedacht. Endlich mal wieder WoW. Einschaltungszeichen, 9 und so. LUL. Dr. Heiler ist tot. Hallo Chaos Theorie, mein Bester. Geilster Paladin-Tank EU West. Endlich mal wieder WoW. Ja, danke dir. Was geht ab? Frohes Neues gewünscht. Bei dir. 7 Monate schon dabei. Und auch die Monate, wo ich abtrünnig war von WoW, warst du noch dabei gewesen. Ja, ich helfe gerade zwei Mates mal so ein bisschen bei ihrem KSM. Beziehungsweise einer ist schon offline. Aber es bringt auch echt mal wieder Bock. Und ich kann sogar noch ganz gut mithalten. Sprach er und stand im roten Strahl und starb. Die Woche Spätschicht geht ab. Nicht. Ah. Arbeit und Schicht und. Alles klar. Ich frag nicht weiter nach. So, warte mal, was waren das hier noch? 80% bis oben, ne? Ja. 80% waren das, glaube ich, zieh die von oben mit Vogel noch mit. Komm her, du Spacko. Oh, irgendwo kommt hier zustoßen. Das dürfte dann eigentlich reichen, dass wir durchskippen können. Muss ich gleich mal gucken. Oder fehlt noch was? Nee, reicht. Passt. Aber wir können erst skippen, wenn die Viecher weg sind hier, ne? Spielst du eigentlich auch Horde, Charles? Ich habe noch einen Krieger auf Level 60, aber ich schaffe es nicht, zwei Fraktionen zu bedienen. Macht sich unsichtbar selbst. Okay. Beziehungsweise ich schaffe es im Moment ja nicht mal mehr, eine Fraktion aktiv zu spielen. Aber ich habe 17 Jahre lang nur Horde gespielt. Und jetzt seit einem Jahr bin ich mal auf Allianz, ne? Oder 16 Jahre nur Horde. Bist du draußen, Chaos Theorie? Moin, Kat van Hell. Let's go. Let's go. Zum Beispiel, das wusste ich auch nicht, dass normale Pots denselben Cooldown haben wie die Invis-Pots. Ja, leider ja.
So, oh, guck mal, alles schön auf einen Haufen gestackt, geil. Oh nein, ich stehe drin. Aua! Uff. Ah, okay, dann ist es da schön kühl wegen der Frische wegen und so. Bist du quasi in einem großen Kühlschrank. Wir haben bei Airbus gab es so ein Kühlhaus, wo wir ab und zu mal was reparieren mussten und da waren wir so minus 24 Grad drin, ne? Aber das war relativ okay, weil das war so trockene Kälte, ne? Das war gut erträglich. Nur halt blöd, wenn du als Raucher zwischendurch raus willst zum Rauchen oder so, ist immer ein dicker Schock und Unterschied. Und mal eben 3-4 Stunden irgendwo was reparieren ist natürlich auch was anderes als jeden Tag, den ganzen Tag, ne? Jo. Ja, wobei ich hab meistens auch, wir hatten so Thermo-Overalls und wenn du dann auch wirklich körperlich da was machst, dann fängst du auch irgendwann an zu schwitzen. Also es ging schon. Oh oh. Oh oh. Wir haben noch einen BR über, ne? Ich versuche mal, ob ich einen rauskriege, ja. Oh, ich müsste eigentlich die Ärzte töten. Fuck. Aber BR müsste raus sein. Es war natürlich ein bisschen dumm, dir das Lay of Hands wegzunehmen, ne? Ja. Was macht das? Sabotage? Dann kann ich für dich auf Horde Damage machen, wa? Ich fürchte, und vielleicht würde es diesem Spiel tatsächlich gut tun, aber ich würde nicht so unbedingt dahinter stehen. Ich fürchte, früher oder später wird sowieso Fraktionscrossing kommen, also dass Horde und Ali zusammenspielen können in Dungeons. Ich glaube, das wird bald kommen, weil die Community schreit schon ziemlich lange danach und Blizzard gibt ja eigentlich immer nach, wenn die Community irgendwas fordert. Ich würde es nicht feiern, aber ich glaube, dem Spiel würde es gut tun. Aber ich habe es auch nicht gefeiert, dass die Horde Paladin bekommt und die Allianz Schaman. Weil ich fand es auch okay, dass jede Fraktion so ihr eigenes Ding hat und so. Muss ja nicht immer alles komplett ausbalanciert sein. Das ist immer ein Gruppenspiel und kein Solo-Play. Da muss ja nicht jede Klasse mit jeder mitstinken können, ne? So, und Shamis sind dann halt bei dem Boss besser und Paladin bei dem Boss. Ist doch alles okay. Verstehe ich nicht. Also... ja, es ist nun mal so, wie es ist, aber ich check bei den WoW-Spielen immer dieses ganze Mimimi nicht. Da wird immer dieses ganze Spiel so kaputt gemimimit.
Das ist so ähnlich, wie man sagt, ja, die Frauen, die verändern ihre Männer so lange, bis sie alles haben, was sie wollten, und dann sind sie langweilig und suchen sich den Nächsten. So ähnlich ist, glaube ich, die WoW-Community auch mit ihrem Spiel. Die wollen das so lange verändern und irgendwann sagen sie, das Spiel ist scheiße, ist voll langweilig, ich gehe lieber Final Fantasy spielen. So kommt mir das manchmal vor. Hallo Schadronix, moin. Ich spiele in letzter Zeit eigentlich nur noch Diablo. Heute habe ich mal ausnahmsweise mal wieder in WoW reingeschaut. Hast du gerade einen schlechten Zeitpunkt erwischt. Aber schön, dass du rüber geschaut hast. Oder schön, dass du rüber schaust. Echt, Mann. Ist so. Lass ich die Stacks jetzt drauf? Ja, komm. Scheiß drauf. So, hier wird's jetzt eng. Aber da haben wir wenigstens zwei Vögel für den Boss. Ah. Meckern ist erlaubt. Bisschen Mimimi darf man mal machen. Aber ich finde es gerade tatsächlich auch mal sehr angenehm, mal wieder WoW zu spielen. Ich habe jetzt ja 3 Monate durchgehend nur Diablo gespielt. Ja. Und eigentlich, ja, keine Ahnung, ich will mich auch streamtechnisch nicht so an ein Spiel immer binden, ne? Ich will halt einfach das streamen, was ich gerade spiele. So, dann nehmen wir den mit und den mit. Also hat jetzt nichts mit dir zu tun. So war das jetzt nicht gemeint. Ich meine nur, dass viele Streamer sich da Sorgen drum machen. Weil wenn man das Spiel wechselt, dann brechen halt die Zuschauerzahlen mal einfach mal so in der Mitte durch. Wenn man Glück hat. Oder es fällt auch bis zu 75% weg. Ja, ich glaube, viele lassen sich davon beeinflussen und ich vorher wahrscheinlich auch. Ja, ich hab jedes Addon wenigstens mal angespielt. Ich hatte meine Pausen zwischendurch. So Legion und Cataclysm habe ich nicht so viel gespielt, aber ein bisschen gespielt und ein bisschen geradet habe ich eigentlich in jedem Addon. Seit Classic. Immer mal wieder, ne? Wie viel Zeit haben wir denn noch? 7 Minuten? Kriegen wir den Mob im nächsten Raum weggeballert? Nee. Na ja gut, aber 7 Minuten könnte noch passen, ne? Der nächste Raum muss halt schnell gehen. Aber ist ja tyrannisch. Könnte passen. Für den Endboss brauchen wir schätzungsweise 4 Minuten mit HT. Vielleicht auch nur 3. Müssen wir mal gucken. Wir haben jetzt noch 6 Minuten 44. Ja. Man darf gespannt sein. Normalerweise sage ich immer, wenn beim vorletzten Boss der +2-Timer hier noch da ist, schafft man das. Aber der läuft ja auch in 4 Sekunden nach. Ja, wir schaffen das schon. Einfach mal richtig reinhasseln. So, und jetzt so viele wie möglich killen von denen, die noch nicht übernommen sind. Umso kürzer wird die ganze Geschichte hier. Damn it!
Damage. Oh, das sieht gut aus. Ich habe meinen Flügel hier fast clear gekriegt. Oh, ich habe ihn clear gekriegt. Yes. Das sah sehr gut aus. So, das muss jetzt aber die letzte Phase sein, Kollegen. Ist es auch. Okay, den hier gleich mit einbeziehen. 5 Minuten, ja, das schaffen wir noch. Wenn wir beim Endboss nicht failen, dann sollte das drin sein. Den nehme ich schon mal langsam mit hoch. Oder auch nicht. Oh. Ja, 4 Minuten. Ah, komm, das schaffen wir. Wir haben ja ein HT. Ja, wir haben ja noch HT. Sollte gut passen, ne? Aber wir brauchen ein bisschen Heiler-Mana, oder? Okay, wir können. Wir wollen. Elender Abschaum. Oh, ich bin genau, ich bin genau reingelaufen. Mich tötet es wenigstens nicht, ne? So, ich soak gleich die beiden hier. Kriege ich beide? Ja, sieht so aus. So, in der ersten Minute haben wir schon die Hälfte geschafft. Gut, wir haben auch HT. Ah, passt schon. Ich glaube, die 3-Minuten-Schätzung war gar nicht so schlecht. Haben wir am Ende noch 1 Minute 20 über oder so. Hallo Sash, das ist egal. Die sind mittlerweile alle spielbar. Frost, Feuer, Arkan. Guck, was dir am meisten zusagt, so vom Spielgefühl her. Und dann perfektionier den einfach. Es ist keiner von den Kacke. Die sind alle machbar. Und wenn du noch nicht so lange spielst, ist Meta ja eigentlich eh völlig egal. Hallo Leuchter, danke dir fürs Folgen. Moin. Easy! Easy! Und der liebe Gott hat uns erhört. Wir haben eine 19er Schneise bekommen, dass er auch easy ist. Ja, der ist echt gut. Voll gut.